die einen gehen Bungee-Jumpen. Und die anderen ist dann vom Publikum. Ich sage, sie machen Botschaften aus der geistigen Welt. Sie geben Botschaften von der geistigen Welt durch. Sie arbeiten mit Jenseitskontakten. Mein Name ist Andreas Meiler. Ich komme vom Seeland-Bummer rauf. Ich wohne in der Teufel der Praxis. Ich habe jetzt nicht hier. Es freut mich, dass ich hier noch einen kurzen Moment mit euch arbeiten darf. Und die Frage, die vielleicht noch nicht gestellt wurde, aber der eine oder andere schon mal in seinem Kopf vielleicht hat durchmarschieren lassen, ist die: Darf man das? Es steht ja überall so, dass die Toten ruhen lassen. Darf man das? Oder machen wir etwas Verbotenes? Ganz klar, wir machen nichts Verbotenes. Ich habe ganz viele Leute, die anrufen für Privatsitzungen, und dann fragen sie auch, ja, aber wisst ihr, ich möchte gerne den Onkel Fritz, oder ich hätte gerne noch einen Kontakt mit dem Tante Heidi. Und dann muss ich sagen, was wir können die Sitzung machen, aber wenn der Onkel Fritz nicht will, dann will er nicht. Ein Medium kann nicht einfach so machen, und nachher kommt der Onkel Fritz. Vielleicht kommt eben jetzt Tante Heidi. Aber die! Das ist schon zu Lebzeiten, ist die immer so giftig gewesen. Und jetzt kommt es, lässt sie mich nicht einmal wieder rüber, wenn sie gestorben ist. Man darf, du sollst die Toten ruhen lassen. Ich als Medium hier niemand, der medial arbeitet, tut irgendwie jemanden rufen. Wenn sie sich selber melden, ist das so etwas ganz anderes. Und darum ist die Art von Arbeit erlaubt. Und auch wenn ihr die grossen Weltreligionen anschaut, wenn ihr die Bücher studieren für euch, ihr findet in jeder von den 5 grossen Weltreligionen Hinweise darauf, dass es eine ideale Arbeit seit Menschengedenken hat gegeben. Ich habe einen Kontakt aus der gestrigen Welt, dass ich gemeldet habe, dass Grossmutter und Mutter sind. Habt ihr noch eine Erinnerung an sie? Ja. Gut. Ist das etwas, sie zeigt sich mir unter anderem mit einem Küchenschurz. Ist das etwas Typisches? Habt ihr eine Erinnerung an ihren Küchenschurz? Ja, den habe ich. Und sie ist an einem natürlichen Tod gestorben. Also sie ist nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen. Also ich habe einen Kontakt von euch. Und nachher habe ich noch einen weiteren Kontakt. Ich komme dann nachher wieder. Die geistige Welt würde mich jetzt gerade herausfordern. Weil sie sagt, eure Großmutter, sie lacht, sie sagt, ihr seid nicht unbedingt der geduldigste Mensch, aber jetzt müsst ihr warten. Für die Dame hinten dran, im Violetten. Jawohl, genau. Habe ich auch einen Kontakt aus der geistigen Welt? Ich habe eine Person, die sich meldet, ist mit euch verwandt. Ich habe jemanden, der sich als Vater meldet, ist euer Vater in der geistigen Welt. Weil er meldet sich mit einem lieben Gruß. Und er möchte gerne gerade als erstes euch sagen, dass es ihm gut geht. Und er möchte aber auch weiter euch danken. Für, ihr tut noch sehr viel an ihm, ihr seid noch sehr viel bei ihm. Und er möchte einfach danken und sagen, dass eure Erinnerung, die kommt bei ihm an. Er ist aber auch da und sagt, er möchte sich gleichzeitig, weil er kommt mit einer gewissen Härte, kommt er mir auch über. Er möchte sich bei euch auch entschuldigen, weil er sagt, ihr habt in eurem Leben sehr viel und müsst verzichten, wenn ihr eure Biografie anschaut. Und das ist etwas, was er mit dem Sinn noch leid tut, wo er nicht hat können Einfluss nehmen darauf. Macht das für euch Sinn, wenn ihr das so hört? Mhm. Ja. Er sagt aber auch, es ist wichtig, dass ihr wisst, dass die Zeit, die auf euch zukommt, ist eine Zeit, die ihr dürft ernten. Ihr habt sehr viel gesagt. Ihr seid aber auch sehr viel an eure Grenzen gegangen. Ihr seid etwas sehr Strenges. Also, ihr seid streng zu euch selber. Seid ein Mensch mit einem grossen sozialen Denken. Also, für andere da sein, das ist euch etwas Wichtiges. Aber bitte, sagt die geistige Welt, sagt euer Vater, bitte vergesst die Liebe zu euch selber nicht. Habt noch ein bisschen gern auf Erden. Und seid ein bisschen tolerant zu euch. Das ist ganz etwas Wichtiges. Euer Vater meint, auch wenn ihr vielleicht die Worte von ihm noch nie gehört habt, euer Vater meint, ihr seid im Prinzip seid ihr kreative Nudeln.
Ihr habt einen grossartigen Farbensinn, ihr habt einen grossartigen Formensinn, ihr habt ein kreatives Talent. Das sind, auch vom Sprachlichen her wären da Ressourcen vorhanden. Es ist ganz wichtig, dass ihr die Ressourcen braucht. Wie tut das für euch? Ein bisschen fremd. Es hat etwas dabei, aber das andere ist zum Teil auch etwas fremd, weil ich es vielleicht auch nicht gemerkt habe. Das kann schon sein. Mhm. Das ist also sehr gut. Also euer Vater noch mit auf den Weg geben. Und vertrauen darauf, ihr habt die Ressourcen, ihr habt das Talent. Und was, genau was die Talente angeht, ist es einfach der Schade, wenn 300 Jahre bei euch auf dem Grab steht, steht ungebraucht zurück. Also die geistige Welt, die muss ein bisschen Dampf geben, weil sonst strahlst du mich an und tust Glöckchen, gell? Nein. Die geistige Welt möchte euch gerne ein kleines Möpfchen geben. Es gibt in dem Sinn, es gibt noch einen Plan. Also euch müsst ihr im Prinzip auf die Menschheit loslassen. Also da gibt es noch einen Plan, aber es ist... Und der Vater ist da und möchte euch einfach den Mupf geben. Und noch Mut machen. Ist das gut? Also? Aber wirklich, er meldet sich mit einem lieben Gruß aus der geistigen Welt und er freut sich sehr, dass er sich mit euch da in Verbindung setzt. Er lacht, er sagt, das Gebige als Medium ist ja immer ein Stück Vorsprung auf den Kuchen. Also ich weiß ja, was die Botschaft ist. Ich bin immer schneller im Buffet, sehr. Und manchmal kommt mein Grossvater und sagt, jetzt musst du links, der studiert noch, was er will. Und dann so. Nein, es ist wirklich, die geistige Welt möchte noch Mut machen, zum Weiterkommen. Okay? Und ob es lustig klingt, er hat zu Lebzeiten in dem Sinn gar nie so viel geredet. Das stimmt. Ja, das und er hat auch von dem, dass er eine sehr strenge Kindheit hatte. Also für ihn war das Credo arbeiten. Und er hat durch das auch seine gefühlsvolle Seite nicht leben können. Und das ist wie ein Geschenk, das er noch mit auf den Weg geben möchte. Und noch möchte sagen, schau, in mir innen habe ich die immer gerne gehabt, aber ich habe es nie können sagen, so wie es du gerne hättest verloren. Und das ist der Abschluss von der Botschaft. Und das denke ich mir, das ist eines der schönsten, ich komme gerade Hühner, das ist eines der schönsten Geschenke, die ich auch durchgehen darf.